Ja, Freunde, weiter geht's. Ich habe das Ding mittlerweile fertig gebraten. Ja, schönes was anderes, aber funktionieren sollte es. Und ja, in diesem V-Pin-Video Teil 3 machen wir jetzt den Monitorhalter da drauf. Beziehungsweise ich schraube ihn jetzt fest, messe es aus und dann hole ich euch wieder hinzu. Und dann denke ich doch, dass ich dann gleich nochmal die Monitore dahin schrauben werde. Dann schauen wir uns das Ding noch genauer an. Tada! Das Ding ist dran. Ich denke, dass ich eventuell vor der endgültigen Endmontage dann werde ich eventuell das Ding nochmal kurz aufpolieren, ein bisschen drüber polieren. Und ja, die Schweißnähte sind zwar nicht schön, aber dafür selten. Halten werden sie definitiv. Ja gut, mache ich heute noch oder mache ich morgen? Ja. 10:30. 10:30. 10:30. Ich habe keinen Bock mehr. Gut. Dann habe ich das Ding auf alle Fälle für heute geschafft. Morgen schraube ich die Monitore hin, aber das ist für euch ein Video, ein Schnitt und dann bin ich schon am Monitore hinschrauben. Genau. Also, bis gleich. So Leute, nächster Tag, neues Glück. Ich schaue gerade da oben auf die Uhr, wir haben es schon wieder nach 3:30. Liegt daran, ich war noch beim Shoppen fürs nächste Video. Und ja, wie gesagt, heute die Monitore dann auf. Da hinten stehen sie schon. Und kann man das überhaupt sehen, alles da hinten? Ja, egal. Zwei Böcke, ein Brett drüber, eine Schalltafel und da habe ich mal die ganzen Materialien drauf, was bis jetzt da sind. Ja, was das alles so ist, werdet ihr nach und nach sehen, aber jetzt kommen wir mal zum Allerwichtigsten und zwar dem Playfield Monitor. Den werde ich jetzt einmal schnell reinhalten und dann seht ihr, was ich ja, meine mit, dass der wirklich verloren da drin aussieht. Also, das ist der 32 Zoll Monitor. Ursprünglich wollten wir ja darum das Gehäuse bauen und ihr seht es, das Ding ist hier drin verloren. Tja, was soll ich dazu sagen? Bauen wir neu, bauen wir nicht neu. Drauf geschissen. Es ist ein 43 Zöller unterwegs. Ich beiß jetzt in den sauren Apfel. Mach das Ding auf einmal fertig. Weil wenn dann die Elektronik alles drin verbaut ist, dann wieder anfangen. Habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust dazu. Deswegen freue ich mich an meinem Schreibtisch über einen größeren Monitor. Wenn von mir nichts mehr kommt, dann hat sie mich doch noch erschlagen. Aber es hilft ja nichts. Und ja, ich räume jetzt den Monitor komplett weg. Ja, und dann geht es hinten mit den Backglazes weiter. Die werden auch nur Probe montiert. Eventuell baue ich dann in die Rückwand noch gleich ein Loch rein, wo die Kabeldurchführungen dann durchkommen. Lautsprecher können wir noch oben drauf setzen. Ja, und danach können die schon wieder komplett runter, weil das Gehäuse, das Kabinett ja noch ein paar Mal gedreht wird, eben zum besseren Bohren und ja, Sägen. Aber das seht ihr alles noch. Also,
Ich räume jetzt mal den Monitor weg und danach sehen wir uns ja, an der hinteren Monitore weiter. Fangen wir mit dem unteren, mit dem DMD-Monitor an. Hier habe ich jetzt mal die Schrauben angesetzt, wo ich die gekauft habe, um eben zu gucken, wie weit die hier jetzt rausschauen, weil weiter kann man die nicht reinschrauben. Bei 20 mm haben wir, also 2 cm und ja, passt. Also reicht, wenn ich jeweils eine Beilagscheibe dahinter tue und ja, ich schraube hin. No, ein klitzeklein bisschen schief hängt, würde ich sagen, aber minimal kann ich eventuell noch die Löcher ein bisschen ausschnibbeln. Das zeige ich mit mir hier gleich noch an. Hier ein bisschen runter und hier ein bisschen hoch. Weil da fahre ich bloß einmal mit dem Bohrer durch und mache meck, meck. Gut ist. So, naja, gut. Auf der Seite muss er noch ein bisschen hoch oder hier ein klein bisschen runter. Ja, dann bereite ich den zweiten Monitor vor. Kabel werden unsichtbar von vorne an der Rückseite runtergeführt. So sieht das ganze Ding von vorne dann aus. Hier habe ich mir das Z333 System von Logitech geleistet. Also nichts herausragendes, hochwertiges, teures, ganz einfach und ja, relativ günstig. Das Schöne an dem hier ist, der hat hier einen einzelnen Lautstärkeregler, den kann ich vorne von, zum Beispiel unten hin machen oder dann vom Türchen, das man reinlangen kann, um den zu bedienen. Und da sind sie drin. Satelliten. Ich denke doch, dass man die relativ nett vorne oben mit draufschrauben können. Und das schauen wir uns jetzt an. Ja. Hier unten ist so eine Schräge dran. Ich will aber, dass die Boxen gerade da oben stehen. Und siehe da, die Dinger kann man wegschrauben. Dann können die Lautsprecher schön gerade hier oben drauf. Gut, links und rechts stehen sie halt ein paar Millimeter über, aber das ist mir relativ wurscht. Weg mit dem Klump. Brauchen wir nochmal. Garantie sowieso jetzt erloschen. Und ja, ich richte mir die jetzt aus. Zeichne die an, bohr hier von oben Löcher rein und spack sie dann von unten jeweils mit zwei Schrauben fest. Und dann sind die Lautsprecher auch schon befestigt. So Leute, die Lautsprecher werden fest, links und rechts jeweils 2 cm Überstand. Und wie man sieht, ist hier mehr Luft, hier weniger. Das heißt, ich werde definitiv diesen Monitor jetzt nochmal wegmachen und hinten die Löcher komplett nachbohren, größer. Ja, dafür sind es ja Schrauben, da kann man den Monitor dann festziehen und genau ausrichten. Und ich glaube, mit dem denke ich mir auch gleich noch was aus. Aber lasst euch überraschen. In der nächsten Szene sieht hier vielleicht alles ganz anders aus. So Leute, ich glaube, so lasse ich das jetzt. Die Monitore werden dann ganz fein ausgerichtet, wenn das Ding in der Endmontage ist. Aber so, wie es jetzt dran steht, gefällt mir das verdammt gut. Tja, ich habe oben jetzt den 32 Zoll hingeschraubt. Also doch nicht Schreibtisch. Und für meine Ansprüche ist das vollkommen genügend. Jetzt gucke ich noch, ob ich hinten eventuell gleich die Löcher reinbohre für die Kabeldurchführung. Ja, und ansonsten kann ich das fast schon wieder abbauen. Geil.
Ganz einfach. Andere machen da jetzt noch einen riesen Holzkasten drauf. Wäre natürlich auch geil. Aber da habe ich keinen Bock drauf gehabt. So reicht mir das. Gut. Lautsprecher sind fest. Kann man dran rumnoddeln. Von unten mit drei Schrauben fixiert. Und ja. Passt. Passt wunderbar. Gefällt mir. Tja, schauen wir uns das Ganze mal von hinten an. Hier habe ich schon mal Löcher gebohrt für die Kabeldurchführung. Tja, so schaut es aus. Gut, dann, Moment, hier habe ich schöne Lüfter. Und der kommt hinten hin. Zum Rausblasen aus dem Gehäuse. Und der ganz große hier, der kommt dann ja, im vorderen Bereich unten zum Reinblasen. Ja, dann kann ich für den 140 mm Lüfter, ja, auch hier in dem oberen Bereich gleich das Loch bohren. Sägen, Fräsen, was weiß ich. Und der 200 mm Lüfter, ja, da brauche ich noch die restliche Elektronik, dass ich hier so den Abstand weiß. Ich mache halt jetzt genau so weit, wie ich mit dem Material komme, was ich da habe. Hilft ja nichts. Aber ihr seht, es geht voran. Geil. Mann, freue ich mich, wenn das Ding fertig ist und ich endlich zocken kann. Flippern. Was haben wir hier noch liegen? Ja, der leere Karton, da kommt der Bildschirm gleich wieder rein. Die Subwooferkiste kommt dann eben auch rein. Da wird auch noch ein Loch im Boden reingebohrt. Die Front von dem PC, da muss ich noch das hier rausschneiden. Das möchte ich ja ins Gehäuse einlassen. Hier haben wir schon die ganzen Schütze zum Klackern. Der Planger, da fehlt aber noch das Gegenstück hinten. Ja, und diverse Taster und hau mich tot. Da liegt noch ein Netzteil. Aber wie gesagt, der Rest kommt, müsste dann nächste Woche eintreffen. So ziemlich alles, bis auf die Scheibe obendrauf. Naja, die muss ich mir halt dann noch machen lassen. Aber ich glaube, das ist dann das geringste Problem. Boah, das Ding ist ja mal richtig bockschwer, wenn man das alleine lupfen muss. Ich werde jetzt hinten mir den Lüfter hier ja, positionieren, ungefähr hier, genau in der Mitte dann, und die vier Löcher bohren, dann das Gitter auflegen, da kann ich den Kreis, den Umriss schön anzeichnen und dann mit der Stichsäge aussägen. Ja, Probefestschrauben kann ich es noch nicht, ich habe keine so langen Schrauben da. Die muss ich mir erst nächste Woche holen, da war es heute leider schon zu spät, weil wir haben es schon wieder 7:15, naja, egal. Ja, das ist jetzt der nächste Schritt. Und dann geht es peu à peu weiter, wahrscheinlich dann mit dem Loch für das für den Schalter hier. Das muss ich mir ja auch noch aussägen. Soll dann hier in dem Bereich hinkommen. Ja, restlichen Löcher weiß ich noch nicht so ganz genau. Ich mache halt jetzt einmal so weit, wie ich komme. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon gesagt. Ja, Loch ist drin. Passt soweit, Schrauben hole ich nächste Woche und jetzt werde ich gucken, dass ich das Ding hier zersäge und dann seitlich einpasse. Hat ganz gut hingehauen. Am Bandschleif, Bock oder wie man da sagt, noch die Kanten ein bisschen zurechtgesägt, geschliffen,
abgesägt, einfach Feierabend Schnauze mit der Stichsäge. Ja, ich würde sagen, das passt. Und jetzt werde ich mir wahrscheinlich mit Papier eine Schablone machen, dass ich das dann 1:1 auf die Kiste übertrage und dann an entsprechender Stelle aussäg. Scheiß Sägerei. So Freunde, ich habe es jetzt bloß einmal ausgesägt und erster Versuch. Jetzt bin ich ja gespannt, wie gut ich gesägt habe, ob ich noch viel nachfeilen, nachschleifen muss. Ja, ein bisschen auf alle Fälle. Ja, ein bisschen nachfeilen, nachschleifen. Und dann schauen wir mal, ob es neu geht. Tada! Drin ist es. Und ja, zum Festmachen. Moment! Das ist ja länger als das Holz. Kann ich hier noch was dann hinschrauben? Kleine Winkel oder irgendwas. Außen zwei Schräubchen oder was. Das reicht dann vollkommen aus. Und zur Not, ja, kann ich es auch noch neu kleben. Gut, wieder ein Stück geschafft. Jetzt wird es dann schon langsam knapp, was ich noch alles so machen kann und sägen kann an dem Ding. Puh, da muss ich dann echt schon überlegen. Und ja, eins kann ich noch machen, definitiv kann ich das machen. Aber ich kann sogar noch mehr machen, wenn ich das so überlege. Ich kann vorne die Coin Door reinmachen. Jetzt bitte nicht lachen. Original kommt da ja eine etwas größere rein. Ja. Ich habe jetzt bloß so ein kleines Ding hier. Wird jetzt da reingemacht. Es geht hauptsächlich darum, dass man dann überhaupt reinlangen kann, um die Verriegelung oben aufzumachen und die Tastatur vielleicht dann einstellen. Um mehr geht es da jetzt nicht. Da ist noch so ein kleines Geldeinwurfding, ist bloß wächst der Optik. Wie gesagt, irgendwann kommt dann nochmal noch eine große, eine richtige Coin Door rein und die wird dann für was anderes verwendet, für ein anderes Projekt, was ich auch schon im Hinterkopf habe. Aber das dauert noch. Hat auch mit dem Gaming zu tun, ja klar, ja, Coin Door. Gut, mache ich das heute noch? Boah, Leute, wir haben es schon wieder 8:30 mittlerweile. Mache ich jetzt noch was oder mache ich nichts? Bock habe ich eigentlich? Ja, ich wuche das Ding jetzt wieder runter und auf die Rückseite und dann kann ich mit der Coin Door anfangen. Und wenn mich irgendwann einmal irgendjemand fragt, was das Schwerste war an dem Flipper, dann sage ich, das Gehäuse rumwuchten. Loch angezeichnet, ausgesägt, ein bisschen verschliffen die Kanten und passt. Und es wackelt fast gar nicht. Ja, und hier kann man dann eben durchlangen und dann oben die Verriegelung für die Lockbar aufmachen. Ja. Für mehr ist das Türchen eigentlich nicht gut. Ja, und vielleicht dann eben die Tastatur reinlegen. Gut. Käme auf mich. Oh. Jetzt habe ich keinen Bock mehr heute. Mittlerweile haben wir es 9:30. Ich gehe jetzt vor, machen wir noch ein Käffchen. Und tu noch das Video schnell bearbeiten. Tja, was machen wir im nächsten Teil? Druckknöpfe mal ein. Drucker. Ja, die vorne kann ich neu machen. Dann kommen am Boden zwei neu. Das kann ich auf alle Fälle auch noch machen. Und dann fehlen ja eigentlich nur noch links und rechts die Flipper-Buttons selber.
aber da möchte ich erst die Beine haben und das Ding auf Beine stellen und dann kann ich mir die genau an meine Pfoten anpassen, dass mir das Handgelenk nicht wehtut. Mhm. Gut, lass uns gut sein für heute. Leute, wir sehen uns und ja, morgen, also am Sonntag, mache ich was Leckeres zum Essen und ihr seid dann dabei. Wir sehen uns.